Hallo und herzlich willkommen zu einem Demo-Let's Play zu Space Marines. Ja, ich bin's, der Raffi von Trolling LP. Und, würde ich mal sagen, los geht's! Aber gehen wir mal auf. Normal. Es sind nur zwei Missionen vorhanden. Einmal so ein bisschen das Kampfsystem und einmal nur mit wegen Jetpack, wie man das so austestet. Das habe ich schon gelesen. Also. Dann wollen wir mal. Das Manufaktorum steht noch immer. Einige imperiale Einheiten haben es bis hierher geschafft. Die werden nicht lange durchhalten. Beeilen wir uns. Was macht dieser Servoschädel? Er will eine Nachricht überbringen. Muss beschädigt sein. Das Siegel der Inquisition. Interessant. Was macht die Inquisition denn hier? Das finden wir gleich raus. Hier spricht Inquisitor Drogan. Ich brauche dringend Unterstützung im Manufaktorum Ayakis. Sie wollen das experimentelle Gerät. Im Moment ist das Gerät sicher. Ich habe sie weggelockt. Stecke in der Falle. Wenn ich sterbe, darf das Gerät nicht in die Hände des Feindes fallen. Sonst wird er nicht mehr aufzuhalten sein. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Die Waffe war fast fertig. Eine experimentelle Waffe. Wir müssen den Inquisitor finden, bevor es die Orks tun. In Bewegung. Ja, gut. Und wachsam bleiben. Dann wollen wir doch mal. Also, es gibt ein paar Waffen. Dienen Sie dem Maschinengott durch Leichenbeseitigung in Ihrem Evakuierungszentrum. Na gut. Also, hier haben Sie noch eine kleine Maschinenpistole. Ein Granatwerfer, ein Scharfschützengewehr, sehr geil, und eine kleine Knarre. Und hier gibt's Munition. Und dazu noch ganz exklusiv eine Nahkampfwaffe. Der Kettenjäger. Also kann ich euch jetzt schon mal eins sagen, das Spiel ist ja doch recht kritisch. Sehen Sie, die Orks bedienen wohl diesen Kran. Sie werden erst aufhören, wenn sie durch das Tor sind. Wir müssen den Kran ausschalten. Das ist auch so, man muss jedes Mal manuell nachladen. Kann nicht einfach weiterfallen. Und wenn das Leben mal nicht leider aufgefüllt ist, muss man es noch, kann man es sogar schnappen und wenn man es nicht mehr geht. Den Tritt und ganz sicheres Leben wiederholt. Tretmodus. Oh. Stärkeren.
Da bin ich gestorben. Mist! Also nochmal neu. Also den ganzen Spaß von vorne. Ist wirklich gar nicht ein bisschen mehr mit. Das mit Granatwerfer rein. Sehen Sie, die Orks bedienen wohl diesen Kran. Sie werden erst aufhören, wenn sie durch das Tor sind. Wir müssen den Kran ausschalten. Fällt mir das wohl? Erledigt. Dann wollen wir doch mal weitergehen. Verlassen Sie nicht Ihren Arbeitsplatz. Alles ist unter Kontrolle. Komm, ich will wieder anschauen. Naja. Also Schuss und Magazin. Ja, doch, das geht schon. Okay, wir wollen dich töten. Erwischt! So, haben wir so viel Munition dabei? Der Kontrollraum! Oh, vorwärts! Beseitigen Sie die Orks! Erst immer die kleinen Vernichten. Okay, dann müssen wir zum Nahkampf. Die Orks haben das Geschütz in Betrieb genommen. Schon ein einzelner Schuss wird die Tore durchbrechen. Das dürfen wir nicht zulassen.
Wenn ich da runterziehe. Weiter geht's mit Mission. Dann wollen wir mal runterfallen lassen. Hui! Als ob gewumst. Hier spricht Captain Titus von den Ultramarines. Identifizieren Sie sich. Hier spricht Stabsgefreiter Antioch, Sir. Ich meine, mein Lord. Ich muss ins Manufaktorum, Stabsgefreiter. Es gibt einen Aufzug direkt unter der Stelle, wo Sie die Ladung haben fallen lassen, mein Lord. Dort können wir uns treffen. Bereit machen. Wir werden gleich da sein. Titus, Ende. Wir gehen mal in den Waffenraum. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Das riesige Tor. Sie halten nicht lange durch. Sie konnten die Zugangsbrücke abreißen. Die Orks sind jetzt nicht mehr im Vorteil. Also die Waffe hat auch ordentlich Bums. So, ui, Schlachtfeld. Nicht verstecken, das ist ganz schlecht. Ah, hier kann man Zeug zurückholen, das ist richtig schade. Tötet das Space Marines, ja, da gibt's irgendwie... Also man kann hier auch ein bisschen was kaputt machen. Finde ich nicht schlecht. So kann man sich schlecht. Muss ein bisschen Spezialattacke machen und dann geht das schon. Und was ich weiß, im Hauptgame gibt es schon ein Messer. Nachher noch eine Axt. Oder ein großes oder Hammer. Ja. Munition mitnehmen können. Ui, leck.
Okay, ich hol dich. Hab ich dich. Noch mehr Menschen zu töten. Zerschlag das Lenkrad. Hat da einen Kopfschuss zu wem? So. Und rollen. Jetzt wird's wieder lustig, glaube ich. Was ist das? Ist das ein Schiff? Ne, sieht nicht so aus. Ist aber weit runter. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Nur ein Treppematsch. Zum Aufzug geht's dort entlang. Okay. Wohin? Soldat Antioch. Ah. Wir sind in Stellung. Das hört sich nicht gut an. Was haben wir da? Würde ich sagen. Yay, habe die Axt. Orks, eine ganze Horde. Antioch, Aufzug halten. Orks im Anmarsch. Ups. Dann wollen wir doch metzeln. Also die Axt ist auch. Also gerade leckt's ein bisschen, aber verständlich. So viel Orks. Jawoll! Gemanscht! Schön. Episch. Was für ein scheiß Arzt. Kommt her.
Ach, Schweine, komm weg. Gefreiter? Ja, mein Lord. Wir haben gehört, dass ein Inquisitor im Manufaktorum ist. Ja, Lord Rogan. Wir haben ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen. Oh, okay. Da hier, Bildschirm eingeblendet wegen. Demo. Ab September 2011. Naja. Das ist aber Juni 2012. Egal. So. Kommt mal, ich hab beide Dinger hinein. Also, zweite Mission. Berggänger. Wo jetzt hauptsächlich nur das Jetpack benutzt wird. So einfach mal die Angriffe, wie man es damit macht und wie man damit vor sich geht und so. Und wir haben nur... Hey! Na gut. Aufmachen. Und durchgehen. Dahin muss ich halt. Captain, Sturmunterstützungskapseln wurden in dieser Gegend abgeworfen. Okay, nehme ich Sprungmodul auf. Okay. Dann wollen wir doch mal. Gehen Sie nach oben, Captain. Wir kümmern uns um die Orks. Cool. Jetzt hat mich verraten. So kann man das gut machen. Autsch! Ne, so nicht. Mal. Okay, habe ich mich voll verhauen. So, Alter. Wir haben wieder unser Kettenschwert. Space Marines! Ja, ja, so habe ich das auch gemeint.
Modul kann man, mit kann man praktisch eigentlich nur so einen riesen Sprung machen. Sonst wenig. Oh, ich meine, ich setze mich jedes Mal auf. Jedes Mal. Ey, komm. Hier da, Bewegung. Autsch. Hat die Orks direkt in die Festung gebracht. So, das war die Space Marine Demo, erhältlich auf Steam. Und ja, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.